Dobro Paschalovat Vidnetsky Dom. Dieser Zungenbrecher, den ich wirklich, glaube ich, x-mal üben musste, heißt nichts anderes als herzlich willkommen im deutschen Haus. Richtig witzig und auch ganz anders. Das sind die Wohnideen der Nachwuchsdesigner vom D3-Contest. Dieser Wettbewerb findet einmal jährlich auf der IMM Cologne statt und ist mittlerweile einer der anerkanntesten für junge Designer international. Hat denn jede Nation, weil Sie auch gesagt haben, Sie fahren jetzt nach Shanghai oder fliegen nach Shanghai, eine andere Art, Kindern Kultur nahezubringen? Ich bin in der schönen Stadt Hamburg und versuche rauszubekommen, wo ich das schmalste Wohnhaus Deutschlands finde. Also 1, 2, 3, 4, 50. Ganz dringend Tango-Tanzpartner sind gesucht. Melden Sie sich bitte. Gleich mache ich meinen ersten Freiwassertauchgang. Und wenn ich den schaffe, dann habe ich den Anfängerkurs für Taucher bestanden. Ich habe ja gelesen, du hast deiner Freundin einen Antrag gemacht. Ist man da so aufgeregt wie beim Eiskunstlaufen hier in Sotschi? Mehr. Ich bin hier mit Schal und Winterjacke. Alles, was nicht unmittelbar zum Tode führt, das hört nicht ab. Ich verstehe schon, nur die Harten kommen im Garten, oder? Also wir sind jetzt sozusagen hier oben, ne? Genau, wir stehen jetzt hier im Wohnzimmer und wenn man jetzt in die Küche will, muss man einen runter. Wenn das jetzt mit dem Sport nicht so geklappt hätte, ne? Was wäre denn aus dem Michi Greis so geworden? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich irgendwas Technisches. Ich bin hier in voller Montur und lass mich gleich mit diesem heißen Stuhl hier in den Himmel schießen. Ich habe hier ein Gastgeschenk für Sie. Kieler Sporten. Ja, Dankeschön. Platz ist in der kleinsten Hütte, ne? So ist es. Wie bist du, wenn du 50 bist? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich werde ein guter Papa. Wie ändert sich das Leben, wenn man nicht mehr im Berufsalltag ist? Schön, dass Sie dabei waren, liebe Zuschauer. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Machen Sie es prima. Tschüss und auf Wiedersehen.